Er will vielleicht mal etwas sagen. Was sind wir da eigentlich? Ist das? Ja, das ist Disneyland. Oh, shit. Bitte nehmen Sie das nicht wirklich ernst, oder? Warte, das ist nicht nötig. Ich weiss, ich habe es gelauert. Aber jetzt ihr zahlt alles zurück. Mit Zinsen und Zinsenzins. Und helfen für euch beide noch Provision. Und mit was für Geld? Ja, mit... Nein, bitte. Bitte, ich finde schon eine Lösung. Ja. Ein großes Schnur hast. Ich muss kotzen. Hey, dann schießen mich wenigstens. Vertrinken. Bitte, das ist der absolut schlimmste. Hey. Aber falsch. Verbrennen ist der schlimmste Tod. Ja, sicher. Vertrinken. Ist total schmerzfrei. Irgendeiner schnauft Schein. Und zack. Dann ist fertig. Bitte, könnt ihr mir nicht einfach vor einem Hineinschießen noch die Kugel geben? Bitte. Was machst du? Na ja, das ist wenigstens still. Der Auftrag heisst ins Wasser. Ich habe ja nur gedacht, wir könnten ihm viel... Du denkst viel. Nein. Ich will einfach nicht vertrinken. Du, wenigstens geht's schnell. Ja, aber das Schiessen wird noch viel schneller gehen. Weißt du, Necklace zum Beispiel, hä? Da würden wir dir jetzt ein Autopneum aushängen. Und einen Arm durchziehen, Benzin drüber. Das längt's. Eben die Fresse und zwei Beine. Verdursten, das ist schlimm. Es geht mehrere Tage. Manchmal sogar eine Woche. Du bekommst Krämpfe. Dein Blut wird langsam dick. Und am Schluss hast du einen Hirnschlag. So, können wir jetzt weitermachen? Die Stunden sind nicht zu alt. Woher weißt du das jetzt? Das ist immerhin unser Metier. Es ist nicht einfach willkürlich, was man wie, wenn, wo anwendet. Ach so. Da kannst du ja froh sein. Nur ein kleiner Kopfschuss. Ich könnte mir dann gleich in das Scheissee werfen. Das merkt doch keine Sau. Ich kann mir den Gefallen nicht machen. Das können wir in seine nächste Wunde. Und ich sage quasi seine Sterbehelfer. Jedes Mal.
können wir das Ganze nicht einmal hinter uns bringen, ohne dass du so ein Theater ablässt. Es ist immerhin sein letzter Wunsch. Könnten wir jetzt Kopfertelli nicht zuerst mal über meinen Kopfschuss reden? Da haben wir ja einen Weg. Einfach umhandeln. Wir sind verdammt nochmal keine Sozialarbeiter. Nein. Wir könnten gleich barmherzig sein. Das glaube ich nicht. Es ist jedes Mal das Gleiche. Früher hast du das nicht so gesehen. Wieso früher? Super. Jetzt fährst du wieder mit dem an. Dein ewige Umgelehren. So. Jetzt musst du emotional ein bisschen abrüsten. Dein Wikipedia-Artikel geht mir so auf den Sack. Ein bisschen Bildung würde dir auch gut tun. Ein bisschen mehr Respekt. Touch me, I'm sorry.